Hallo und herzlich willkommen. Der Onkel Bogi ist mal wieder am Start seit langem und ich würde sagen, wir gehen direkt rein ins Spiel. Wir spielen hier in der neuen Konstellation und zwar Baldur's Gate. Philly, Adrian und Markus, ist auch hoffentlich okay, oder? So, was muss ich jetzt machen? Ja, alles gut, ja, alles gut, so. Alles gut, hallo, Servus. Hallo. Und dann legen wir auch direkt los. Wir müssen erst so Charaktere erschaffen und ihr werdet direkt von der ersten Minute an dabei sein. Also so, was müssen wir machen? Wir starten. Ich hoffe, es funktioniert. Vorne, ja, vorne der Typ, der eben mit den grauen Haaren, der saß. Ah, jetzt kriegen wir ein Intro, oder? Schon, ja. Das war ein Intro-Video, cool. Sieht schon ganz gut aus, oder? Ich kann jetzt wegen dem Stream nur in Full HD leider spielen. Sieht seltsam aus, oder? Dieses Fischchen. Wie diese Viecher aus Matrix. Ja, stimmt, ja, was du das sagst. Ja, ja. Gleich geht's uns hier an. Das Auge ist verschont geblieben, ist doch gar nicht mal so schlecht. Ich das ist ein Augenarzt. Ein Augenarzt ist es, genau. Ja, genau, das, ist eigentlich, das wird alles das falsch sind, verstanden. Ich will dir nur helfen. Das sind jetzt wir. Was hilft gegen grünen Star? Das ist, hast du mit dem Baldur's Gate-Vertrag automatisch mitbekommen, dass sie sich in dein Hirn einpflanzen können, um Tutorial aktivieren. Oder? Müssen wir Hinweise aktivieren? Eher nein, oder? Kann man. Kannst ja machen, ja. Ich glaube, jeder für sich selbst kann das machen. Ich tue den Sound mal ein bisschen ändern, weil ich fand es dann doch ein bisschen leise. Für mich jetzt. Stimmt, das ist auch schon sehr leise, werde ich auch gleich mal einstellen. Gerade bei der Charaktererstellung. Das sind jetzt schon so unten, was sind das vor? Originalcharaktere sind vordefinierte, oder was? Ja. Ja, genau, die haben eine eigene Story. Jeder von denen, das sind so. Weil der Geld ist doch ein Magier, oder? Origin-Charaktere, sagt man, glaube ich, dazu. Ja, das sind die, Story, also das sind eigene geschriebene Charaktere mit einer eigenen Story von Larian. Okay. Kommt im Spiel halt auch als NPC vor, quasi. Okay, was hat denn der für... Oh, du kannst auch einfach auf Benutzer definiert und eigenes Werk. Wirst lachen, ich meine, immerhin hat dieser vordefinierte Zauberer hat schon mal eine Int 17 und sowas halt, gell? Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Ah, ich erstelle mir jetzt aber einen auf. Achso, das ist die Information zu ihm. Wie kann ich denn jetzt einfach sagen, ich möchte einen eigenen machen? Will ich ins Hauptmenü zurückkehren? Nee, will ich nicht. Ich glaube, ganz links muss man einfach die nach und nach selbst auswählen. Ah, nee, du musst erst oben auf oberste Benutzer definiert, musst du erstmal gehen. Dann. Ja, genau, dann kannst du dann. Aber du musst nicht der Reihenfolge nachgehen, du kannst auch erst die Klasse festlegen und dann welches Volk du bist zum Beispiel. Okay, er hat das auch jetzt übernommen, so von dem, was er jetzt vorher. Ich habe jetzt diesen Gale angeklickt. Jetzt habe ich automatisch die Werte, kann die aber ändern auch durch andere. Aber selbst wenn ich einen Halborg anklicke, kriege ich neben auf Int und so weiter keine Abzüge, gell? Ja, du kannst die nachher bei Attribut nochmal ändern. Der Halbling sieht lustig aus, der hier angezeigt wird. Der wird vom Bart her und sogar passen. Soll ich so ich will keinen Halbling im AGR spielen. Bei Allgemeines kannst du Genitalien und sowas einstellen. Aber du kannst sie nicht ausschalten, nur als Info. Ich gehe auf Krimineller als Hintergrund. Ja, ich habe ja direkt angeklickt, dass sie bei mir aus sind. Okay, nee, ich wollte es dir nur sagen, ja, weil du kannst auch Klamotten wegmachen, nicht, dass dann irgendwas hier... Was denn unten eine Entscheidung ist, ausstehend? Markus, du spielst einen Drow, ne? Ja, ja. Ich
kann Los ergebene Draw und Seldarine Draw. Kenne ich gar nicht. Das ist so. Sagt euch das was? Seldarine? Gott, wie peinlich. Nee, jetzt nicht. Also ich kenne eigentlich nur diese Los Draws. Also ich krieg nicht angezeigt, gell, was das, welche von denen irgendwie einen Bonus auf Attribute oder sowas hätten, gell? Ich wollte mich selber noch nicht. Nee, du kannst, wenn du auf Attribute gehst, siehst du, kannst du die Boni selber zuweisen und da sind die schon, deinem Hauptattribut ist der Zweierbonus zum Beispiel schon zugewiesen, also es ist nicht so fix. Also, nochmal, es ist quasi egal, welche Rasse ich spiele. Wahrscheinlich, ja. Da kannst du bei den Volksmerkmalen halt gucken, ob die zu deiner Klasse so ein bisschen passen, ne? Also, keine Ahnung. Zum Beispiel der Halborg ist halt für mich als Druide eventuell interessant, weil du da halt mit kritischen Treffer im Nahkampf einen extra Würfel kriegst. Und wenn ich hier in Tierform zum Beispiel bin, dann habe ich natürlich viele Nahkampfgeschichten. Okay. Ich mache, glaube ich, doch so ein Seldarine-Throw. Sind in ganz Ferun auf der Suche nach Verbündeten. Sie wollen ihren Konflikt mit Los und untereinander um jeden Preis beilegen. Also, nimm das einfach mal. Muss ja nicht gleich von Anfang an hier so super böse sein. Kannst auch Pigmentstörung ins Gesicht reinbasteln. Ja, ich habe jetzt hier oben das Identität männlich, Stimme 1, aber Körperbau und sowas, aber ich kann so nicht den Bart einstellen, ich will wieder einen Bart haben. Ach, da oben. Warte mal. Ah, Gesichtsbehaarung, okay. Habe ich nicht gesehen gehabt. Ich weiß nicht, die Umsetzung von Bart sieht irgendwie nicht so geil aus. Ich habe jetzt komischerweise noch. Stimmt, der Bonus ist zugewiesen. Schminkstil. Oh Gott. Also, ich habe jetzt irgendwie noch zwei Attributspunkte, die ich verteilen kann. Kann aber meine Weisheit nicht höher als 15 setzen. Das ist seltsam. Kannst du noch was verteilen? Ich kann gar nichts verteilen. Ja, du musst halt die einige Attribute runtersetzen, die du denkst, die du nicht so brauchst. Ach, dann so kannst du halt kannst ja selbst verteilen dann. Ich verstehe es jetzt nicht, wenn ich zwei noch zur Verfügung habe, warum er mich das nicht machen lässt. Bei den Attributen? Ja, ich habe noch zwei zur Verfügung, kann aber Weisheit nicht erhöhen. Das verstehe ich nicht. Mensch. Ich kann Krimineller, doch da oben ist Krimineller. Mit dir. Weil jetzt kann ich Attributspunkte zum Beispiel zwei Stück auf Stärke könnte ich jetzt machen. Habe ich jetzt nicht. Range. Er lässt mich einfach nicht die Weisheit erhöhen. Das war mehr als also seltsam. Du hast einen Maximalwert, ne? Ich glaube 15 ist echt maximal. Ne, 17. Ich habe mehr Bonus ja, aber zu weisen. Ich kannst du auf 17. Genau, also 15 ist der Höchstwert, auf den du gehen kannst, und dann kannst du noch den 2er Bonus drauf tun. Also genau. Ich bin ja bei Geschicklichkeit, bin ich ja jetzt auf 16. Da hast du wahrscheinlich einen 1er Bonus drauf. Ein plus 2er Bonus habe ich drauf. Ja, dann. Beeinflusst deine Chance. Aber guck mal, wenn du alle Punkte, die du über 14 hochgehen willst, kosten dich 2 Punkte oben.
Also weißt du, bis 14 kostet sich nur ein Attributspunkt und was, wenn du noch höher willst, kostet es 2. Aber ich habe zum Beispiel mal die anderen aus, einfach mal runtergesetzt. Ich kann trotzdem Weisheit nicht höher als 15 setzen, obwohl ich... Nee, mehr als 15 geht gar nicht. Und der 15. Punkt kostet 2. Aber seltsam. Ich habe etwas anderes gelesen. Vielleicht waren das in früheren Versionen so, dass es höher ging. Okay. Konstitution. Ich habe halt nur eine Intelligenz von 8, aber mein Gott. Ah ja, mir genauso. Ja. Aber Mensch mit Intelligenz von 8, ich weiß nicht. Okay. Ja, ich habe ja auch so mal ein bisschen mich informiert. Setzen irgendwie alle so ein bisschen. Das heißt, ich weiß, dass ich gecheatet habe, aber. Ja, ja, alter Cheater, du. Ja. Warte mal. Kann Charisma aber nicht mal auf 14 setzen, weil ich. Okay, das kostet dann auch schon 2. Wie habt ihr denn überhaupt die Attribute verändert neben? Weil, wenn ich jetzt unten fortfahren mache, dann fragt er schon, wie mein Begleiter sein soll. Muss jeder, kriegt jeder einen Begleiter oder was? Ja, das, ich weiß nicht, wie das funktioniert mit dem Begleiter. Das ist mir letztens auch schon nur angestartet hatte. Weil ich kann jetzt meine Sprüche und so gar nicht abändern. Ich kann die zwar anklicken und kriege die Informationen dazu, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich meine Zauber definieren kann und sowas. Ich habe hier noch nie einen Zauberer. Also ich weiß, du kannst hier auf Herkunft, dann kannst du, hast du links so Reiter. Oder das Volk, die Unterart, die Klasse. Ja, aber da kannst du ja keine Sprüche da auswählen. Dann gibt es Details, oder was ist das? Entschuldigung, den Hintergrund und die Attribute. Ah, okay, die Attribute sind unten, okay. Da, und die Bonus. Mehr kann ich. Ah, Fertigkeiten und Übungen kannst du ändern. Athletisch. Ah, ich lasse es so, wie es ist. Guck halt, dass du irgendwie auf gerade Zahlen kommst, dass du halt den Boni halt kriegst. Also ich habe zum Beispiel, das bei mir standmäßig, hat er einen +1er-Wert noch auf Konzi gehabt, dann wäre er bei 15, brauche ich ja nicht. Dann mache ich lieber aus Geschicklichkeit 13, 14, das ist eine höhere Rüstungsklasse und so. Okay, das habe ich auch gefunden, wegen Zauber vorbereiten. Gibt gar kein magisches Geschoss mehr, das ist Hexenfall. Du bist doch Mönch, ne? Ich könnte hier deine Sprünge noch verbessern, dann kannst du dreimal so weit springen. Echt, hast du da Zauber für, oder? Also kann ich theoretisch auswählen, ja. Was habe ich denn jetzt gedrückt? Ich bin ein Hohlblock. Jetzt habe ich einfach auf Random gedrückt, aus Versehen, jetzt hat er wieder alles verworfen. Ich bin echt, manchmal bin ich echt unfähig. Warte, ich hab's gleich, sorry. Ja, ich bin auch noch nicht ganz fertig. Passt. Ach, hier sind die verfügbaren. Gibt's kein magisches Geschoss mehr? Gleichzeitig? Doch, magisches Geschoss. Ich weiß nicht. Müssen wir eigentlich alle auf gleichzeitig auf Fortfahren drücken oder kann ich da schon drauf drücken? Also wenn ich einfach fortfahren kann, musst du deinen Begleiter aussuchen dann. Nee, ich hab, du hast... Ah, kommt der Name. Ach, hat nur der Magier einen Begleiter oder was? Weiß ich nicht. Nee. Wie ist es eigentlich mit dem Aussehen? Kann man das noch verändern? Ja, das hast du, wenn du den Charakter anklickst, dann kannst du rechts oben, steht glaube ich, da kannst du alles so Piercings, Gesicht und so weiter anpassen. Aber dünn, dick und so hab ich meinen Charakter nicht machen können irgendwie. Das ist, wenn ich das unten ändere, das Körperbau, dann wechselt alles wieder um, auch das Aussehen vom Gesicht. Ich habe auch einen Wächter, aber keine Ahnung, was die machen. Hä, hey, was, wo kann ich das? Ich bin zu blöd dafür. Ich bin jetzt hier, ich kann unten Körperbau und sowas wählen. Warte gleich. Du gehst oben auf deine Herkunft Benutzer definiert, ja? Ah, ja, okay. Ja. So, und dann kannst du rechts... Und in der Mitte unten. Steht Aussehen bearbeiten. Ah, neben beim Fortfahren, genau. Ah, jetzt sehe ich es auch, ja. Ich habe es auch gesucht eben. Oh, nicht binär, sowas gibt's auch.
Gut, neue Zeiten, ne? Anderes, ja. Was ist denn mit dem Wächter? Soll ich mir so einen Halborg als Wächter mitlaufen lassen, oder was? Keine Ahnung, der läuft aber noch. Ich weiß nicht, was das ist. Ich kann mir auch einen aussuchen. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Weißt du, du brauchst einen Wächter, wähle dir einen, aber... Ja, genau, aber ich... Keine Ahnung. Goldzwerg. Was ja cool wäre, Markus, wenn du dir auch Begleiter ausruhen kannst, dann würde ich einen Dürger mitnehmen oder sowas. Da hast du dann einen Grauzwerg als Begleiter. Ja, stimmt. Das wird passen. Weil die hassen sich zwar in echt, aber kommen zumindest mal aus derselben Gegend, ja. Ja, stimmt, das stimmt. Sechs, nicht werden lassen, was wir würden alles um ihn halt am Heiland zurückzugewinnen. Ja, den passe ich jetzt nicht großartig an, den Zwerg. Den lasse ich jetzt irgendwie vom Aussehen so, wie er ist, oder? So, jetzt sagt er, warten auf andere Spieler. Also nachdem ihr euch den Begleiter ausgesucht habt, würde der dann quasi starten. Wo kann ich jetzt irgendwie im Spiel trotzdem noch auf so Optionen? Ich muss den Sound nämlich höher machen, das ist zu leise im Spiel alles. Die ist auch fertig, okay. Bis gleich. Was der Wächter jetzt da macht, würde mich interessieren. Habt ihr im Stream reingeschaltet? Mein Charakter sieht extrem scheiße aus. Ich bin auch immer noch unschlüssig, was ich mache hier. Ja, komm, jetzt, wir haben wegen euch schon vorhin so lange warten müssen, weil Leute, also Zuschauer, normalerweise der Stream hätte schon viel früher angefangen, aber die anderen haben das Spiel nicht installiert gehabt. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist krass, oder? Ja, ich habe hier in Startlöchern so extra früh Feierabend gemacht und alles und so, um, naja. Ich sag gleich verbotene Wörter. Hör auf. Ich habe sogar ein Indie plus 2 Bonus bekommen. Na ja, gut, okay, wegen meiner 14er Geschicklichkeit. Ach, stimmt, das ist ganz gut. Ja, man tut sich, glaube ich, an dem Aussehen am meisten aufhalten. Ja, ich habe es einmal jetzt durchgeklickt. Find's eher komisch, dass man nicht sagen kann, ob der dünn oder dick ist oder sowas. Also das konnte ich zumindest nicht gesehen, wo man es einstellen kann. Aber ist jetzt auch egal, ich lasse den jetzt so, wie er ist. Was Anzahl der Sommersprossen ist, glaube ich, für einen Drow? Ja, keine. Ich was? Kann sogar eine was? Dunkelsprossen. Vitiligo-Pigmentierung. Da habe ich heile Flächen im Gesicht. Ach so, des Dunkel, das ist, ja, das ist eine Pigmentstörung halt, ja. Nee, lass mal. Also. Was? Genitalien Standard? Echt jetzt? Jetzt konnte ich bei mir gar nicht auswählen, weil ich das vorhin eingestellt habe, halt. Ja, auf. Bloß nicht die Klamotten wegmachen. Das ist nicht gut. Sieht man jetzt nicht, oder? Man sieht alles bei dir, wenn du es nicht ausgestellt hast. Bei mir war es nämlich auch so. Ja, aber solange ich das nicht mache, ist es ja egal. Ihr könnt ja da nackt rumlaufen. Ich habe ja vorhin. Ach so, ja, logisch, klar, die sind jetzt ja nicht. Ich sehe eure Charakter auch nicht gerade. Kann ich die unten anklicken, dass ich das schon sehe? Weil ich sehe ja unten links die. Nee, wenn wir die noch nicht fertig haben, ist es wahrscheinlich schwierig. Der Fili hat ja aber einen Haken dran, aber auch bei ihm geht es trotzdem. Ich bin fertig, ja. Ich bin auch fertig und bei mir ist ein Haken dann unten links dran. Aber ich kann trotzdem nicht anklicken. Es ist nicht so, dass ich da draufklicken kann. Aber mit den Klamotten konntet ihr nichts machen, ne? Habe ich jetzt nicht gesehen, wo das leider war. Nicht. Ja, lass die doch einfach kommen. Ja. Kann man wahrscheinlich, ich denke mal, die Optik kannst du im Nachhinein wahrscheinlich noch anpassen. Namen noch, warte mal. Man kann sich wirklich den Penis auswählen, unglaublich. Das habe ich aber echt noch nie gehabt. Und kannst du auch eine Vulva machen, oder? Ja, genau, so als Mann kannst du dir sogar eine Vulva, also, okay. Kannst Muschi ruhig sagen, das ist schon okay. Ja, aber das ist irgendwie eine andere Zeit und sowas als früher. Vielleicht bin ich auch zu alt dafür. So. Auch ein Wächter. Was ist ein Wächter? Ja, das ist, was bei mir auch war. Ich habe gedacht, weil ich ein Zauberer bin, habe ich jetzt einfach einen Zwergenkämpfer. Also den kannst du nicht spielen, habe ich eben schon geguckt. Das ist einfach nur, der trifft, kommt dann in deinen Träumen oder sowas.
Hab ich jetzt mal grob überlesen. Okay. Kannst auch eine Romanze mit anfangen. Ja. Wie nenne ich mich denn? Hm. Ja, weil konnte auch nicht sagen, ob das, ob der Wächter, ob der ein Dings ist, kannst auch nicht, konnte ich nirgendwo einstellen, gell? Ob, was für das der für eine Klasse hat oder so. Nee, das ging nicht. Nur Aussehen und ja, das war's eigentlich. Wobei eigentlich, warum soll ich mir als Zauberer von so einem kleinen Zwerg was sagen lassen? Eigentlich müsste ich einen anderen Wächter nehmen. So einen kleinen frechen Halbling, der mir im Traum dann irgendwelche Sachen erzählt, ja. Ein Goblin, der so Böses einflößt. Ja, das wäre nicht schlecht. Kommt mal einen Goblin nehmen. Wieso muss ich jetzt mal wieder meinen Charakternamen neu eingeben? So, Onkel Bogi. Fortfahren. Stimmt, ich muss auch einen Wächter auswählen. Also wahrscheinlich jeder. Ja. Und da war ich so ein Tiefling einfach. Ja, hab ich auch. Ja, weil der, was weiß ich, was ist ein Mephistopheles, ein Zariel-Tiefling oder ein Asmodeus? So, Asmodeus ist aber böse. Gut, die werden wahrscheinlich alle böse sein, oder? Das Erzteufel des Mephistopheles haben diese Tieflinge ein besonderes Talent für arkane Magie. Wobei, das wird aber passen, ne? Aus Blutlinien besitzen besondere Stärke und können senkende Flammen keine Sinn, um ihr Gegner zu bestrafen. Aber was bringt so ein Wächter jetzt? Ganz dumm gefragt. Ja, der kommt in deinen Träumen wohl vor. Traumwächter heißt es wohl. Und kannst wohl später eventuell eine Romanze damit anfangen. Aber das ist jetzt kein Charakter, der dich begleitet und mit dir kämpft. Oh, also, dann will ich mal. Dann, ich hab, ja, warum hast du es nicht früher gesagt? Ich habe eben noch so einen männlichen kleinen Zwerg mit Vollbart mitgenommen. Dann nehme ich doch lieber hier. Ja, ich habe es eben erst gegoogelt. Ich wusste es auch nicht. Dann nehme ich lieber eine Tieflingfrau. Wobei ich weiß nicht, ob ich es gut finde, dass die einen Schwanz hat. Das ist, Tiefling hat halt einen, ja. Machen alle einen Mann oder haben jemand auch eine Frau gemacht? Also ich selber spiele einen Mann. Ich habe eine Frau gemacht, aber so ein bisschen, weil ich zu blöd war, das zu kapieren. Am Anfang. Und jetzt wollte ich nicht nochmal alles ändern. Also bist du Frau praktisch, Adria, ne? Ja, genau. Okay. Körperschmuck, Augen, Schminkstil, Haare, Gesichtsbehaarung. Das ist wichtig natürlich bei der Tieflingfrau. So, weiterziehen. So, ich bin bereit. Ich bin bereit, jo. Seid ihr bereit? Ist der Letzte auch bereit? So, Moment. Naja, sofort. Kann ich jetzt dem Wächter auch noch Volksunterart und sonst was geben? Ja, lass ihn doch einfach Standard. Klick einfach nur oben die Unterart an, aber den Aussehen und so, lass ihn doch einfach. Habt ihr dasselbe Hintergrundbild, wo hinten rechts so ein Wasserfall ist, oder ist es abhängig von der Rasse? Ja, ich bin in der Stadt. So, ich hab gestartet, es geht weiter. Ja. Intro. Ich mag diese Viecher nicht, mochte ich schon beim D&D nie. Elitiden? Ja. Ja, diese Gedankenstunde. Es ist auch, das sind halt quasi Aliens auch, gell? Auch, in der Rollenspielwelt. Die geht Yankee und die sind die Aliens. Das habe ich auch irgendwie erst später gecheckt. Ja, doch, sind Aliens. Was? Ist ja auch nicht. Lufthansa. Ist die Hindenburg. Der Wachmann, hä? Also wenn er nicht oben jetzt so ein Feuer anmacht oder irgendwas, aber gut, eine Glocke. Weil ansonsten dachte ich so, er hat Angst und rennt nach oben. Falsche Richtung, ne? Ah, die Glocke hat aber noch die Glocke. Also kann man sich auch schnell Opfer suchen. Das ist das Sinnbild für Corona. Das neue Virus fliegt da oben rum. Ja. Krass. Der greift böse an. Gibt keine Gesinnung. Ein roter Drachen, gell? Ja, ist ein böser Drachen. Ja. Ja, gibt's doch nicht mehr, dachte ich. Bei 5-0 ist es irgendwie nicht mehr so strikt getrennt.
Ja, wobei auch in echt wäre es, was heißt in echt? Also Böse kämpft ja auch gegen Böse. Gerade als Recht kämpft Böse gegen eher noch gegen Böse als Gut gegen Gut, ja. Ja, stimmt. Darmspülung. Das ist doch mal ein cooler Teleport. Ja. Ah, der sucht das Mädel von vorhin, oder? Ja. Stimmt, dieselbe Rasse, jetzt wo du es sagst. Das sind Yankees, oder so. Weiß ich ja nochmal. Es ist mal wichtig, dass Drachen immer Speichel im Mund haben. Ey, Specki und Nati, servus, servus, hallo und willkommen im Stream. Cooles neues Spiel. Aha. Ich habe auch immer Speichel im Mund. Ja. Hey, Grafik ist schon mal fett. Ja, sieht gut aus, ne? Aber gut, das ist erstmal ein Video halt. Das war jetzt auch das Video, oder? Ja, wollte gerade sagen. Ja, aber so. Ist schon Gameplay, ich steuere das gerade. Also ich habe die Drachen eben gesteuert. Aber sie ist ja immer noch da drin. Ich hab die Viecher im Auge gesteuert. Ich hab grad das mit, was er links sitzen, die magischen Geschosse von meines Charakters. Oh, Imps. Das neue Spiel, ja. Baldur's Gate 3. Also relativ neu. Weiß nicht, wie alt ist das? Ein halbes Jahr, Vierteljahr? Ja, 10 Monate, glaube ich. Schon ein bisschen jetzt. 3 Vierteljahr. Macht ihr da unten einen Haken rein für einen privaten Dialog? Nee, das ist einfach, lass mal einen globalen, oder? Ja. Sieht jetzt wahrscheinlich jeder seinen eigenen Charakter, ja, oder? Ja, ich hab meinen Charakter gesehen, ja. Ja, Grafik ist schon gut, muss man sagen. So. Oh, Jungs. Ja, da ist Angriff, ja. Lauter Feinde um mich rum. Wie kann ich denn die Sicht drehen, aber mit gedrückter Maustaste? Ja, mit gut E auch. Wenn du die mittlere, wenn ich bei mir das Steuerrad drücke auf der Maus, kann ich hin und her bewegen. Oder mit EQ. Ja, mit WASD natürlich auch, ja. Oh, ich könnte jetzt gerade eben auszusehen den Dunkelelfen angreifen, aber ich kann auch sagen, werfen und ich untersuche dich mal. Was passiert denn da? Ich muss trotzdem das geht, ich kann dich jetzt nicht suchen, untersuchen. Ich muss meinen Sound trotzdem erhöhen. Komisch. Ihr könnt es gegenseitig mal machen. Auch wenn ihr Rechtsklick drauf macht, aufpassen, nicht aus den Angreifen klickt, gell? Da kannst du untersuchen, kannst du klicken und dann sehe ich auch die ganzen Attribute von euch und so. Ah, da hinten liegt ein Gedankenschänder. Let's have a look. Stufe 1 Barbar ohne Rüstung. Beeindruckend. Ein Onyx hat er. Doch, da hat er eine Fellrüstung. Ich muss also mit Altling. Wagenkleidung. Mit Alt-Links könnt ihr ja gucken, ne, immer, ob es irgendwo Loot gibt. 10. Der tut es dann hervorheben. Ja, ne, Onyx sehe ich jetzt nicht irgendwo. Der Zwerg ist eigentlich. Was habt ihr eigentlich? Also, wir haben einen Zwergen-Barbar. Bist du für die Zwergen-Barbar? Ja. Ich bin Elfendruide. Man kann ja ranzoomen, dann können wir uns die Jungs mal alle so anschauen. Marco hat irgendwas Schwarzes im Gesicht. Ja. Ich dachte, das wäre alles Bart. Der so Bart Gesicht ist so um die Augen rumgewachsen, ja. Ja. Okay, wir haben die Nym, Onkel Bogi, Alkrim, Donnerstimme, cool. Witzig, Markus, du siehst so ein bisschen aus wie der Verbündete, den ich mir noch gebaut habe am Ende. Echt? Ja, nicht ganz unähnlich. So, was kann man jetzt hier kaputt machen? Das Zuchtbecken kann man benutzen. Oh, checkt ihr das auch? Ja, kann man bereit zum Verwenden. Das passiert aber nichts, oder? No,
kann. Es gibt ja die ganzen einzelnen Gedankenschinder-Kapseln, die man ankommt. Oh, ich hab's aufgehauen. Jo. Okay. Das heißt, ihr seid schon fast tot, gell? Ihr seht links, dass ihr jetzt nur noch 7 von 10 habt. Ja, aber hier oben vorne ist so ein Genesungsbecken. Genesungskapsel? War zum Glück nicht so nah dran. Wo ist die Genesungskapsel? Die hier, wo ich stehe. Ich benutze das jetzt nicht. Hier, die sind also mit den blauen Tentakeln. Ah, da, ja. Okay. Da steige ich nie wieder rein, hast recht. Wer war es, der draufgehauen hat? Wer hat die Explosion verursacht? Ich hab draufgehauen. Das merken wir uns. Ja, probiert doch mal dieses Genesungs. Also hier, pass auf, das heilt euch einfach. Ja, alle, also, hat alle geheilt. Ich hab das gerade ausgewählt. Das hat dann anscheinend alle geheilt. Ja. Ringmuskel. Was ist das für ein Schließmuskel daneben? Also ich kann diese Gedankenschinder-Kapsel auch verwenden, ne? Aber ich trau mich jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich der Schließmuskel, wenn man den jetzt hier reizt, ob das gut ist. Der hat sich geöffnet jetzt. Wollt ihr mit in den Schließmuskel rein? Durch. Weiß ich nicht. Gibt es sonst noch hier oben irgendwas anderes? Wo ist denn Schließmuskel? Achso, hier, wir sind hier auf der anderen Seite. Der Ringmuskel. Okay. Ja, ich geh mal gucken. Ich komme. Ansonsten die ganzen anderen Kapseln, ihr habt ihr alle angeklickt, oder? Das sind ja quasi die Kapseln, nur wo wir selber drin waren. Ja, da rechts der Kumpel. Die kannst du, glaube ich, nur zerstören. Sieht ziemlich eklig aus, Alter. Gold einstecken. Da rechts ist noch ein Hirnglas. Bilder von Goblins. Oh. Wir sind in den nächsten Raum weitergegangen. So. Ist auch ein Hirnglas. Eine Runenscheibe. Ah, das war, glaube ich, das Steuerpult von dem. Also eben. Neutralapparat. Oh, Hilfe. Also, ich hätte das einen Aufzug, wenn man den Neutralapparaten anklickt. Cool. Hochgefahren. Ja. Eine mystische Tafel ist da hinten. Ein Zerebral-Aquarium? Garten der Gedankenschinder. Hast du da gerade drauf? Nicht wirklich. Okay. Menschliches Gehirn, lebendig und intakt, umgeben von Zerebrospinalflüssigkeit. So, das ist halt die Frage, ob man da halt irgendeinen Zauber oder irgendwas drauf, Magie erkennen würde. Dann weiß man vielleicht, ob das Ding magisch ist oder so. Ich habe den Aufzug wieder runtergeholt. Wir können jetzt auch hoch zum Marco, wenn ihr wollt. Kommt mal hoch, hier liegt einer am Boden. Okay. Der lebt noch einer. Ah, da hinten geht's dann übrigens auch irgendwie nach draußen. Ich habe gerade hab einen Typen angeklickt bei mir hier. Wenn du Aufzug hochfährst, links neben hoch, da sitzt einer auf so einem Stuhl. Jetzt kriege ich so eine Animation hier eingespielt gerade. Seht ihr das, dass ich da irgendwas mache? Oder hat das Gehirn offen? Ich muss auf deinen Charakter klicken. Ja, stimmt. Jetzt sehen wir es. Mist mit zum Ohr. Das Gehirn lebt aufgeregt vor Erwartung. So, ich kann jetzt auswählen. Pass auf, hier psionische Präsenz, ja? So, ich könnte sogar auch was auswählen. Achso, ihr habt dasselbe und mit wem rede ich da? Wir haben dasselbe, ja, wir können alles gleiche. Mach das zweite. The enemy. So many enemies. A newborn. Born new from this husk. You realize you're talking to an intellect devourer. Also habe ich jetzt mal irgendwie erfolgreich meine arkane Kunde hat jetzt da mehr Informationen aus dem Gehirn rausgeholt. Ja, wir sehen's. Du erkennst das. Achso, ihr seht, was ich anklicke, oder? Ja, ja. Ah, okay. Ich glaube, ich setze jetzt mal hier meine Kunst jetzt ein, oder? Remove us from this body. From this case. Free us. Please. Ich glaube, da lebt nur noch dieses Gehirn, oder? Ja. Also pass auf mal, Nachforschung, das offene Gehirn untersuchen, den Schädel aufbrechen, das Gehirn behutsam aus dem Schädel leben. Also ich habe 14 der Geschicklichkeit, soll ich das Gehirn rausmachen? Also du untersuchst erstmal, oder? Ja, mach das mal. Ja. So, Fertigkeitswurf, guck mal, okay. Oh, ich habe 20 gewürfelt oder was? Nehmen wir was? Nee. Was, Boah, eine 1 ist kritisch so. Ich untersuch's gerade. Oh, tut mir leid. Kritischer Fehlschlag. Das war der erste Wurf, sehr gut. Achtung, hier hast du diese Fertigkeit so eine 1 gewürfelt, ein kritischer Fehlschlag. Bei einem kritischen Fehlschlag scheitert dein Fertigkeitswurf unabhängig von. Okay. Du Stärke kannst auch. Aufbrechen ist nicht so toll. Nee, ich mach's mal mit Geschicklichkeit, ja? Nein, Mann, ja. Echt? Ja, komm, wir probieren mal. Ich hab plus 2 hier, irgendwann, das geht doch gut. Jetzt kritisch hier, 20 hier. Ja, yeah, ich mache einen ganz feinen Chirurgengriff.
werde ich das Gehirn jetzt entfernen. Bin ich aber gespannt. Ja, kritischer das Erfolg, guck mal. Das setzt sich jetzt über dir. Ja, ich bin einmal drauf geschlagen, wäre das gleiche Ergebnis gewesen. Hier leben und erkennst die Gelegenheit, die seltsame Kreatur zu verletzen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt gelernt, wie ich die Kreatur gefügig machen kann und sowas. Also es war schon ganz gut, dass es gekrittet hat. Aber du kannst das Gehirn aus dem Schädel heben und erkennst die Gelegenheit, die seltsame Kreatur zu verletzen und dir gefügig zu machen. Sollte sich als Bedrohung erweisen, dass so Geschicklichkeit Gehirn verletzen, der Kreatur verschonen, den Verletzungen könnten sie schwächen. Ja, gut, wir haben gar keinen Grund, der jetzt irgendwie zu schaden oder sowas, oder? Also, ich verschone das jetzt, das Gehirn, oder? Warum soll ich denn da Schmerzen dem Gehirn machen? Haben wir nichts von. Ja, kann man ruhig mal auf den Boden schmeißen. Oh. Mhm. Das ist doch so. Und wie heißen die nochmal? Zerebrat oder sowas. Der Leckverschlinger. Gut. Der beeinflusst uns. Mhm. Aber wir haben ja auch was in uns drin. Ja. Wie soll ich euch das nennen? Das Gehirn angreifen. Uns. We are us. Toys are us. Hau drauf. Soll ich das Club machen? Ich glaube, der will uns irgendwie überzeugen, dass wir da hingehen. Was ist mein Bruder? Also ich frage erstmal, was mein Bruder ist. As though querying an unseen advisor. Do you not hear it? We will not survive here. Na ja, klar, ich meine, das will irgendwie auf die Welt der Gedankenschinder fliegen, das Ding, oder was dann? Ich habe euch einmal geholfen, mehr kann ich nicht tun. Ich gehe aber nicht mit euch. Das Gehirn. Ich greif's an, ja? Was angreifen? Ja. Ja. Ja, mach. Nein, wir sind uns, wir müssen überleben. Das Gehirn trotzdem angreifen. Auf, schnappt's euch! Hier, das rennt weg. So. Ja. Mal, wie kann ich jetzt ein magisches Geschoss an? Ja, die anderen sind noch oben, warte. Ich hab's nicht ausgelöst. Warte nochmal hoch. Ich war's. Kann man nicht irgendwie dann pausen und das ist dann rundenbasiert? Läuft das in Echtzeit oder was? Nee, eigentlich ja, ich glaube nicht, dass das Kampf ist. Das ist geflohen. Ja, die Kämpfe sind nicht in Echtzeit. Ist auch gut so. Dann nehmen wir noch ein Zerebralbecken. Das hattet ihr untersucht gehabt oder was? Ja, wir waren da eben, ja. Also hätten wir das jetzt angreifen können oder nicht? Hätte ich jetzt irgendwie klicken können, magisches Geschoss? Oder? Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, das war ja in Echtzeit alles. Szene. Ja, bei mir ist auch Szene. Eben auch, ja. Oh. Abomination. This is your end. Your head throbs and your skin tingles. Visions rush past. A dragon's wing, a silver sword, and a flash of your face seen through the strange woman's eyes. Ah, die Gesichter sehen cool aus, gell? Ja. What is this? Wir haben ja alle den Wurm drin. Ja. You are no thrall. Von Löwenanteil. Blackith blesses me this day. Together, we might survive. Man hat eigentlich das Schwert. So. Müssen alle voten oder was? Alle, ach, ihr könnt alle abvoten oder wie? Okay. Ja. Ja. Okay. Ah, ihr könnt voten, aber ich kann die Entscheidung treffen, weil ich vorne stehe. Weil du als Erster wahrscheinlich mit dem gesprochen hast, ne? Ja. Ja. We carry mind flayer parasites. Unless we escape. Ihr könnt mitlesen, ne? Ja. Ja. Bodies and minds will be tainted and twisted. Within days we will be Geich, Mind Flayers. Also cool, ich will ein Gedankenschilder werden, haben wir bessere Fähigkeiten. First, we exterminate the imps. Then we find the helm and take control of the ship. We will address the matter of a cure for this infection once we reach the material plane. Ja, wir sind gar nicht mehr auf der materiellen Ebene. Ja klar, Teufelchen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt mit dem rechten Imp da reden, oder was da rumfliegt. Sieht nett aus.
So, Kampf. Kampf-Tutorial. Jetzt muss ich, kann jeder schon was machen, oder? Ich steht momentan bei mir dein Zug, Link. Aber bin ich wirklich am Zug? Ja, ja, du bist als erster dran, ja. So, wo ist mein magisches Geschoss denn? So komische Symbole. Hexenpfeil, Feuerpfeil, Magierhand, Kältestrahl. Grünes Aktion. Bonusaktion hast du auch immer. Ich sehe mein magisches Geschoss nicht. Wo ist denn das? Hätte ich da eigentlich gehabt. Ich hätte eigentlich ein magisches Geschoss hinzugefügt. Hexenpfeil, Schmieren, Schlafen, Donnerwoge, Arkane, Erholung, Kältestrahl. Feuer macht ja nichts gegen das Ding. Soll ich in den Nahkampf einfach gehen? Blood follows me everywhere. Naja, für Imp reicht's doch. Und jetzt, zu Blacker Magier. Ja, warum soll ich jetzt da rangehen? Ich will trotzdem mal erstmal alles kurz bei mir durchgucken, wenn erlaubt ist. Nein, ist nicht erlaubt. Da. Ich weiß nicht, weil ich habe ja immer noch jetzt hier unten quasi noch ein bisschen Punkte für die Runde übrig, ob der dann sowas auch wie aufgrund von hohen Reflexen so eine Art Gelegenheitsangriff oder sowas machen kann dann. Du hast so eine Bonusaktion auf jeden Fall. Auffüllbare Ressource. Aber was machst du denn dann das? Ja, ich kann nicht. Ich habe nicht genug Bewegungspunkte, um da hinzukommen. Ja, ich mache jetzt aber auch nicht den dicksten Zauberspruch, den ich habe schon, oder? Gegen die Teile. Nee, ich glaube, in Nahkampf machen wir die um. Also wie gesagt, wenn ich als Magier mit Stärke 8 das Ding mit einem Schlag umgeknüppelt habe. Ja. Den da unten habe ich gar nicht gesehen an der Seite. Ist ja gut, bist du jetzt hingesprungen? Was hast du gemacht? Nee, das war unser Freund gerade. Ja, die Gitianke. Ah, die Bewegungspunkte. Ja, jetzt. Jetzt bin ich. Oh. Hä? Bist du auch da hingelaufen? Ja. Ah, nee, dann war... Ihr wart zusammen dran irgendwie. Zumindest zeigte das oben. Oder ich habe das früh gedrückt. Habt ihr vielleicht die gleiche Ini oder irgend sowas? Wahrscheinlich, ja. Da hat oben beide zusammengeführt. Ah, ja, gut, ihr müsst, okay, ihr müsst euren Zug dann beenden, irgendwann halt unten rechts. Ja, rechts. Ja. Ja. Hab's gesehen. Ich hab die Axt genommen vom Teufelchen. Was meinst du? Gut. Ich hab die Axt vom Teufelchen schon dabei. Wie kann ich den Zug beenden? Ja, hier, check. Jetzt bin ich ja wieder dran wahrscheinlich. War natürlich immer auf den Magier drauf, aber hat einen Fehlschlag gehabt. Fehlschlag. Das war aber nicht, das ist Markus. Ja. Achso, okay. Ich dachte eben gerade. So, jetzt kann ich mal auch zusammen. Ich versuche jetzt trotzdem mal so einen kleinen Schuss oder sowas. Ah, guck mal, das ist oben so verbunden. Die beiden Charaktere von euch und auch Philly und ich sind so verbunden, weil zwischen uns, glaube ich, immer jeweils kein NPC dran ist oder so. Deswegen handeln wir jetzt sozusagen zeitgleich. Ach, guck mal, mein Hexenpfeil scheint anzuhalten oder was auf den? Aber warum kann ich jetzt auch nicht schlagen? Ich weiß nicht, was der Hexenpfeil macht. Ich muss die Waffe anklicken, um einen Angriff zu machen. Könnt eure Waffen auch in so Fackeln oder so eintauchen, dann kriegen sie das vom Endelement. Was hat er denn jetzt gemacht? Jetzt habe ich irgendwas. Okay. Wer ist denn dran? Einer von euch beiden muss noch auf. Also ich habe meinen Zug beendet. Ja, muss ich auch. Ja, ich kann. Aber warum hast du da eine Verbindung irgendwie? Ich weiß, warum ich das da, diesen Blitz, auf dem weiter ist. Ich denke, dass der quasi Schaden auf Zeit macht. Wahrscheinlich sowas Art wie Melf Säurepfeil oder so. Okay. Vermute ich mal. Ich habe jetzt den Zauber nicht durchgelesen. Ja, ich komme auch nicht ganz ran. Was interessant wäre, wenn du jetzt zum Beispiel von dem Imp wegläufst, um den anderen anzugreifen, ob du Gelegenheit hast. Es gibt kein Friendly Fire, ne? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Rausfinden, oder? Also wenn ich zum Beispiel jetzt hier hin... Nee, lieber nicht. Ich lasse es lieber. Bei Original Sin hast du es gehabt, wenn du zu Granate falsch geworfen hast. Ja. Ah, guck, ich hab den weiterhin in Verbindung. Der hat versucht wegzukommen eben und der wird von meinem Zauber gehalten. Jetzt bist du dran, Markus. Quasi wie eine Kette, die ihn daran hindert.
denkt, dann musst du den Zug wieder beenden, ja. Wenn du dann platt hast. Sehr gut.